Dingens. Wie nennt man das, wenn man so Schnipsel nimmt und was Neues draus zusammenklebt? Ist das ein Diorama? Sowas halt. Nee, ich muss wahrscheinlich nach oben irgendwas. Joel, gib mir einen Tipp, was wir jetzt machen müssen, damit es hier weitergeht. Wir haben uns alles angeguckt. Gibt nichts mehr zu sehen. Nehmen wir jetzt den Mondbuggy und fahren damit weg. Aha, eine Tür. Was kommt jetzt noch vom Bereich? Ja. Der Außenbereich. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los! Und wie genau willst du da hinkommen? Ellie? Oh Gott! Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toll. Jetzt schnell im hohen Gras verstecken, dann kriegt er voll Panik. Ah, man kann sich gar nicht richtig hinlegen. Schade. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Ein bisschen gefährlich ist es schon. Ich habe nicht mal eine Waffe oder so. Aber okay. Von mir aus. Ja. Und hoch. Vielleicht mache ich ihm auch nicht auf. Schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Naturkundezentrum stand da. Natural History Center. Naturkundezentrum. Die Tierwelt Nordamerikas. Wolf, Schmetterling, Bär, Spinne, Schmublu. Das sind alle Tiere, die es gibt in Nordamerika. Mehr gibt's nicht. Was? Giraffe? Elefant? Das ist aber nicht sehr nordamerikanisch. Wow, das ist eigentlich echt ziemlich cool. Die Wölfe sind riesig. Gut, Ellie ist auch sehr klein jetzt. Ja. Aber damn, irgendwie ist das schon cool, ne? I killed for them. Okay. Ich hab für sie getötet. Der braucht eine Umarmung. Ich hätte Angst, dass der noch hier ist. Alles Gute, Kumpel. Das Bison. Hatte ich von Playmobil. Den mochte ich gerne. Ich weiß nicht genau warum, aber ich hatte so ein Playmobil-Bison und fand das total cool. Ich habe nicht viel mit Playmobil gespielt. Mehr mit Lego. Aber der Playmobil-Bison war awesome. Sag mal, warum sehen denn die so Cell-Shading aus irgendwie, oder? Ich habe es mir schon bei dem gedacht. Komisch sehen die aus. Irgendwie cool. Aber ich weiß nicht genau, was da los ist. The Bighorn. Kenne ich nur aus Fallout New Vegas. Und da sind sie noch bigger, horniger. Es ist dunkel hier. Die vier Soldaten am Tor. Der letzte hat geweint. Okay, ich... Ellie, ich weiß jetzt nicht genau. Ich würde jetzt einfach gehen hier. Die Graffiti sind ein bisschen unheimlich. Ich hab eine Pistole. Ich hab mich hier gerne in Ruhe umgeguckt. Ich habe jetzt gar keinen Bock auf eine Kampfszene. Ich hoffe, jetzt kommt einfach nur Joel und dann lachen wir. Kann ich mir die Exponate hier noch anschauen. Ich meine, guckt euch an, wie mühevoll die hier... Ah.
Playmobil-Piratenschiff, das hätte ich immer gern gehabt. Ich hatte dafür eine Ritterburg. Die war auch ziemlich cool. Komm raus, Arschloch. Ich hatte komischerweise sehr viel Cowboys und Wildwestzeug, obwohl mich das nie so interessiert hat, aber was man nicht alles so geschenkt kriegt für Weihnachten von den Großeltern und so. The kid who ran into the blast, I couldn't stop him. Das Kind, das in die Explosion gelaufen ist, konnte ich nicht aufhalten. Warum kann ich jetzt hier Crafting-Material looten? Ich kann Molotow-Cocktails machen, ist das anscheinend ein längeres Kapitel, na gut. The stranglers who snuck into the camp, they just wanted the food. Die Versprengten, die sich ins Lager schlichen, wollten nur Nahrung. Warum schreibt er hier sein Tagebuch an die Wand? Ich glaube, der braucht keine Umarmung, sondern eine Flasche ins Gesicht, wenn ich ihn finde. Ich habe schon ein bisschen Angst. Die Leute im Van, wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. What? Schreibst du dafür Zeug an die Wände? Oh oh, hör was. Das ist unheimlich. Es gibt kein Licht, oder hier ist kein Licht. Aber ich glaube, das ist das er vielleicht, der das geschrieben hat? Keine Ahnung. Wir wollen das Leid beenden, wir wollen die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagen unsere Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen, würde wieder irgendwas in mir empfachen, einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch, vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Okay. Gute Nacht, Ramsi. Mach's gut. Ich meine, hier ist jemand schon länger tot, ne? Das war, dass der gleiche war, der das hier. Ich höre auf jeden Fall Geräusche. Aber das könnte Joel sein, der versucht, ins Gebäude zu kommen. Nehm mal lieber nur die Flasche, die ist nicht gleich tödlich, weil das wirklich Joel ist. Ich hab doch extra die Taschenlampe ausgemacht. Gott, ein Wildschwein? Ja, anscheinend. Shit! Wie lange ist die Rückblende eigentlich? Na, dadurch, dass ich Loot finde, länger. Oder man springt immer wieder hin und her oder so. Finde ich eigentlich cool gerade. Lügner. Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Oh, Firefly. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Tag 2. Okay. So lang war die Rückblende dann doch nicht. Ich mag diese Passagen. Ich mag diese Passagen ganz gern, wo man einfach in Ruhe erkundet und sich ein bisschen umsieht und Charakterbonding passiert. Ich finde das cool. Oh, üben wir ein bisschen Gitarre spielen. Ich habe da auf Twitter
Leute irre Sachen machen sehen. Noch irre als das. Ihr müsst auf die Noten hören, die ich nicht spiele. Das mit dem Touchpad ist wirklich cool. Faszinierend. Mensch, jetzt hätte ich wirklich gern Guitar Hero, das so ein Touchpad dazu nimmt. Klappding hat, dass man wirklich die Saiten einzeln anspielen kann. Am besten so ein leicht geriffeltes Touchpad, dass man es spürt noch. Das wäre richtig cool. Auch ihre Finger wirklich nur die Saiten anspielen, die ich drücke. Das ist wirklich so viel. So ein Detailgrad, so ein hoher. Das ist total crazy. So, jetzt machen wir weiter. Das ist wirklich so crazy, auf welche Kleinigkeiten die geachtet haben. Die sind total verrückt, die Entwickler. Total irre. Ich finde das echt super. Super beeindruckend. Echt cool. Wo bin ich? Wirklich, ist das Gebäude, in dem wir vorher waren? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wo ist denn? Ach ja, genau, hier auf der Couch lag die vorher, ne? Die Dia. Dina 1. Zieh weg. Wobei jetzt, wo sie schwanger ist, ist sie Dina 2. Vielleicht. Könnte man so. Wenn man will. Könnte man das sagen. Dina? Wo ist denn die Dina-Ruftaste? Jedes gute Spiel sollte die haben. Heavy Rain hat die. Luigi's Mansion hat die. Mehr Spiele fallen mir nicht ein, aber immerhin. Sean! Mario! Dina! Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Hör mal. Letzte Nacht, das war dumm. Verluste gemeldet in 14.
alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13, Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ, keine Stars. Männliche Eindringling. Bewaffnet. Männliche Eindringling? Tommy, wo ist die 14? Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Und die da drauf. Gut. Dina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Okay, Hellcrest. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Das muss Tommy sein. Scheiße. Warum muss das Tommy sein? Wer muss Tommy sein? Wo muss Tommy sein? Was ist los? Wolf, Regeln müssen befolgt werden. Allen Anweisungen von Wolfsoldaten ist Folge zu leisten. Fedra-Kollaborateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunden bleiben bis auf Weiteres in Kraft. Das klingt so ein bisschen genau wie das, gegen das die WLF ursprünglich gekämpft hat. Und jetzt machen sie es genauso. Cool. Wir finden eure Militärdiktatur scheiße. Wir wollen unsere eigene Militärdiktatur mit denselben Beschränkungen und Regeln. Denn dann sind wir wenigstens die an der Macht. Besser für uns. Und genau wie ihr werden auch wir alle umbringen. Die nicht zu uns gehören. Denn so macht man das heutzutage. Ja, yeah, wir können irgendwas hochleveln. Und zwar entweder 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Was? Beweg dich im Lauschmodus deutlich schneller. Ah ja, okay. Doppelt so schnell beim Lauschen. Hm? Und dieses an... Ja, machen wir. Machen wir das mal. Tja. Wow, jetzt können wir Turbo lauschen. Mir kommt das ehrlich gesagt gar nicht. Na doch, 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 doch. Ich wollte gerade sagen, mir kommt es gar nicht so viel schneller vor, aber dann plötzlich kam es mir doch schneller vor. So kann es manchmal gehen. Was haben wir denn hier? Wolf. Bear your fangs. Ah, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Das war bestimmt auch wieder sehr symbolisch, dass wir uns in dem Museum als Kind vor den Wölfen erschrecken und dieser Elch von den Wölfen attackiert wird. Während wir jetzt quasi gegen die WLF, die sich selber auch Wolves nennen, kämpfen hier in der Gegenwart, ne? Ja. Okay. Sie halten uns in. Sie halten uns für Schafe. Zeigt ihnen Zähne. Join the Washington Liberation Front.
Teleportationsschlag war das gerade irgendwie ganz komisch. Wir haben doch beim Betreten des Gebiets irgendwas gehört und dann hat sie doch gesagt, ja, das ist Tommy. Wo denn jetzt? Wo ist denn jetzt wer und was? Guck, das war schon im ersten Teil halt einfach, aber ist halt ein Videospiel. Aber hier ist ein ganzer Korb voller Stoff. Den könnte man zerreißen, zerschneiden. Ich habe Scheren im Inventar, hätte unendlich viel Lappen. Aber ich kann nur einen kleinen Lappen mitnehmen. Mehr geht nicht. Das sind die Regeln halt. Die Videospielregeln. So ist das. Ja. Dann dachte ich gleich wieder ein bisschen was. Eigentlich wie so oft nur, damit unser Inventar ein bisschen leerer wird, aber die Schere kann ich trotzdem nicht mitnehmen, leider. War das gerade Ellie oder war hier wer oder was? Jetzt sind wir wieder hier, ne? Das kann nicht. Ich würde eigentlich genau das Gegenteil machen. Hört dauernd komische, ganz leise Geräusche. Wer, was, wo, wann, wie, warum? War doch gerade nicht die Ratte, die ich da gehört habe. Oh, ein Bogenschießpokal. Boris Legasov. Sunwale Bogenschießen, erster Platz. Ja, na dann. Herzlichen Glückwunsch. Moment mal, wenn hier ein Bogenschießpokal ist, vielleicht ist hier irgendwo ein Bogen. Das könnte sein. Gute Nacht, Wettertraun, mach's gut. Schlecht. Wir machen jetzt heute eh nicht mehr lange und die Videos gehen eh alle online auf YouTube natürlich auch. Happy Birthday, Dad. The best Clicker-Killer in the whole Quarantänezone wahrscheinlich. Der beste Clicker-Töter der ganzen Quarantänezone. Behauptet der. Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwas upgraden können. Habe ich gerade den Schalldämpfer abgemacht? Ich hoffe, ich kann ihn wieder annähen. Ankleben. Ich meine, theoretisch machen wir mal die Stabilität besser. Dann können wir nämlich in Zukunft, wenn wir die schon Schall gedämpft haben und so, besser benutzen. Hier ein bisschen feilen, da ein bisschen wischen und schon ist das Ding stabiler. Cool. Cool, cool. Ende. So einfach geht das. Aber kein Pfeil und Bogen bis jetzt hier. Dabei ist hier doch der beste Clicker-Killer. Ich will auch so einen Bogen und der beste Clicker-Killer werden damit. Die Modifikationsanimation echt gut. Ja, finde ich auch. Eben, wie, also das Spiel ist so voller Kleinigkeiten, voller Details, voller eben liebevoller Animationen und so kleine Gimmicks. Und das ist einfach, es ist einfach immer wieder faszinierend. Es ist nichts, wo ich irgendwie so total mindblown bin, aber wo ich mir immer und immer wieder denke, so wow, das ist echt schön. Das allein ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist schon, also technisch in vielerlei Hinsicht ist das Spiel schon einfach State of the Art. Ist schon einfach top-notch. Ist schon besser wird's nicht. Also bis jetzt war es zumindest nicht besser. Kann man schon sagen. Sauron TV, danke fürs Subscriben. Hallo. Ob ich da rein soll? Muss vielleicht sogar. Aber hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch, oder? Ne, hier geht's, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist die Levelgrenze hier quasi. Falsche Richtung anscheinend. Ich hoffe, ich komme in der Richtung. Ja, genau, hier kommen wir raus. Na dann. Müssen wir wohl hier irgendwo einen Weg finden. Aber hier geht's, glaube ich, auch nicht weiter, oder? Ah, oder doch, ich kann hier einfach drüber. Naja. Haben wir jetzt wenigstens gut umgesehen. Wie komme ich da hoch? Scheiße. Flüchten die für irgendwas? Viele von diesen Arschlöchern. Folgen die wen? Halt euch, Tommy. Auf jeden Fall haben sie es eilig. Das wäre jetzt ein cooler Plot-Twist, wenn das gar nicht Tommy wäre, sondern irgendwie nochmal ganz wer anders. Eine neue, eine vierte unbekannte Fraktion oder so quasi. Oder ein einzelner mysteriöser Superheld. Bowguy. Na, wirklich nicht? Ah doch, okay. Genau zwischen den beiden Fenstern wahrscheinlich. Hätte mich fast gewundert, wenn man die Scheiben nicht hätte einschlagen können. Ich hätte jetzt echt gerne mal ein Rezept für eine Splitterbombe. Ich habe schon lange kein Survival-Magazin mehr gefunden. Wahrscheinlich habe ich schon eins übersehen oder so. Ach, ich hasse das. Aber ich loot doch eh schon. Ich schaue mich doch eh schon so gut um. Was wollen die denn noch von mir? Ein Zettel. Boris. Boris, wo sind wir hier nur hineingeraten? Die Wolfs sollten alles besser machen. Das Militär hat alle Vorräte gehortet, hat bestimmt, was wir sagen dürfen und was wir tun sollen. Und bisher machen die Wolfs genau dasselbe. Und jetzt sollen auch noch alle die ins Stadion umziehen, was? Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich habe hier den Ausbruch überlebt. Ich ziehe nicht in ein Flüchtlingslager, in dem mir irgendein Arschloch sagt, wann ich mir den Hintern abwischen darf. Das hier ist mein Zuhause. Wir brauchen einen Plan. Wir dürfen uns damit nicht abfinden, Uli. Ja, höre ich doch. Da gerade was glänzt? Nee, ich dachte schon, da ist irgendwas zum Looten, aber es war scheinbar nur eine Wasserreflexion oder so. Ich weiß nicht warum, aber das Erkunden macht mir echt Spaß. Obwohl nichts passiert. Gerade in den Momenten, wo nichts passiert, macht es mir eigentlich fast am meisten Spaß. Nochmal Boris. Wolves sind ins Fedora-Hauptquartier eingebrochen und haben die Namensliste gefunden. Sie sollen bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuen Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich hoffe, ich konnte Alfie nicht finden. Ich habe sein Futter, hinter dein Haus gestellt. Traul ihm bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt. Oh Gott, Yolanda. So Haustiergeschichten finde ich immer am schlimmsten.